Hey, komm näher. Mach mal Pause und trink mal einen kühlen Schluck Bier. Oh ja, lecker Pilzchen. Was machen wir denn heute hier? Übrigens, danke nochmal an Kicher. Ich habe das Gefühl, dass ich seit Folge 1 mit einem Schwert rumgelaufen bin. Da ist das ja auch natürlich ein bisschen schwieriger, hier alles durchzuspielen, ne? Ja, das gehört ja irgendwie dazu. Das gehört dazu. Und jetzt bin ich stark. Jetzt habe ich, wie ich ihn genannt habe, den Super-Säbel der 99 Rodizios. Rodizios. Ihr wisst schon, das, wo man so ein Fleisch am Säbel hat und das so runterstreicht, das ist er. Und das 100. Rodizio, das ist das, was ich da mit dem Säbel mache. Und zwar durch Menschenfleisch. Oh, Baby. Genau so funktioniert's. So, und... hier. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. I can. So, Fevis. Ich will nochmal zur Schwertküste. So. Ich weiß nämlich nicht, wo wir da nämlich anlegen. Das will ich wissen. Das ist mir ein Drangsal. Das muss ich unbedingt erfahren. Ja. Ein Drangsal. Gibt's das? Nee, ne? Es ist mir ein Drangsal. Das ist jetzt eine neue Redewendung, die ich geprägt habe. Und wenn ich das nur häufig genug erwähne, dann fangt ihr auch an, es zu erwähnen. Und irgendwann ist es da. Es gibt so Redewendungen, die sind dann einfach irgendwann da. YOLO ist eine gewesen, Swag ist eine gewesen. Und viele meiner Freunde haben angefangen, Herbe als Steigerungspartikel zu benutzen. Ja, der hat Herbe auf die Fresse gekriegt. Ja. Oder nee, das ist ja jetzt nicht wirklich ein Steigerungspartikel. Ich meine sowas wie, das war aber ein herbe geiler Abend. So, ja. Damit ihr es ungefähr einordnen könnt, worüber ich hier rede. Komm mit. Gut. Wie sieht dann die Shaganumbi eigentlich mit Frau aus? Habt ihr keine Bock oder habt ihr Bock? Ist das gut oder nicht? Ruderboot. Zum Strandruder. Ja, dann rudern wir mal eine Stadt. Ich bin bei dir. Und erzählen denen einfach mal was. Ja, hier, guckt euch das mal an hier. Wir machen jetzt im Leben Damage. Obwohl, so unbedingt viel mehr ist das auch nicht. Ja, ist egal. Fühlt sich einfach wie viel an. Und vor allen Dingen geil ist, dass die Viecher wieder da sind. Das freut mich ja jetzt hier am meisten, ne? Ja. Und wir sind noch nie wirklich hier lang gegangen, weil ich Schiss hatte. Glaube ich. Oder zum Beispiel da in diese Höhle. Waren wir da auch schon drin? Ja, wir haben alles gemacht, ne? Ja, ich meine, wir haben hier wirklich alles gemacht. Ist egal, wir tun jetzt einfach so. Guck mal hier. Bam! Oh. Das ist schon geil, weil wir jetzt jemanden mitnehmen können für die richtig gefährlichen Chosen hier. Und was noch besser ist, wir können alles nochmal abknallen und kriegen da richtig schön Punkte für. Das ist doch gut, Leute. Guckt euch das mal an. Hier ist nix. Kann man mit diesem Blödsinn hier irgendwas machen, wenn man ein Voodoo-Priester ist? Diese vernebelte Superhöhle hier einfach mal auseinanderforschen. Und da kleben wir was auf die Schwäche mit gedrückt. Ja, und dann sagen die, red nicht so komisch. Ein Prosit, ein Prosit. Kommt Paddy eigentlich auch hinterher, wenn ich richtig Gas gebe hier? Achtung, Paddy, gib Gummi. Ich habe keine Ausdaueranzeige, ne? Ich kann die ganze Zeit so weitermachen. Das ist gut. So ist so ein Spiel mal richtig. Boah, genau das meine ich. Das ist der Rodizio-Move. Der hier. Der ist richtig heftig. Also, wenn ich den hinkriege... Hier, ja. Was genau soll ich jetzt machen? Mein Vater hat an der ersten Tempelruine eine weitere Tagebuchseite vergraben. Guck dir die Karte an, die ich dir gegeben habe. Wie mache ich mich? Ich soll jetzt nicht sagen, wie toll du bist, oder? Nee. Ich finde, Patty sollte uns mal sagen, wie blöd wir sind. So. Auf der Karte markieren. Und? Der Schlaue... Ist das hier? Nee. Kann ich mehrere Sachen auf der Karte markieren? Nee, immer nur eine, ne? Ja. Legendäre Gegenstände. Kann mit einem ziehen. Habe ich das auch? Warte. Das ist doch geil. Einfach die Flasche hier markieren. Das ist doch super. Da kann mir keiner mehr was. So. Ich sehe es jetzt gerade nicht, aber ist egal. Wo ist denn... Ja, nimm ehrlich jetzt. Alle Quests. Zack. Charaktere, Händler, Voodoo-Teufel. Nö.
irgendwo auf den Spuren Garcias. Nein, ich will. Der Schlaue finde Captain Slane. Stahlbarts Schatz. Die verlorenen Tagebuchseiten, die Tempelruine, der Schatz an der ersten Tempelruine. Das ist so wie Windows hier. Wollen Sie wirklich dieses Menü öffnen? Ja, nein, vielleicht, weiß nicht. Ja, da oben müssen wir gleich hin. Und das war nämlich die Tempelruine, wo ich da mit Captain Stahlbart und Paddy eigentlich nicht hin wollte, weil die sich so ein bisschen merkwürdig da verhalten haben. Mit ein bisschen merkwürdig meine ich, dass sie überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig waren. Oh, ich habe bald keine Böller mehr. Da muss ich ändern. Schön abgestochen, den Burschen hier. Wie ist das eigentlich hier mit Gerissenheit? Feuerwaffen können ich hochleveln. Warum kann ich Gerissenheit nicht hochleveln, aber Feuerwaffen schon? Das ist doch voll die blöde Lernkurve. Da hinten ist wieder ein Boy. Zusammen packen wir das. Würde ich auch alleine packen, Paddy. Aber ist schon geil, dass du dabei bist. So. Bang! Dieses Geräusch macht das alles 100-mal besser noch, ne? Aber dass hier noch schwarzer Oleander liegt, das bedeutet ja für mich eigentlich, dass ich hier noch gar nicht war, oder? Ich war hier doch schon. Da hinten ist die Kiste. Also, ich kann mal davon ausgehen, dass, wenn die Kiste noch voll ist, dann war ich hier noch nicht. Also so gar nicht. Leer. Ja. Okay. Winterdienst ist übrigens wie Krokodok. Kennt ihr Krokodok? Wo man dann Finger reinhalten musste und beißt oder nicht? Ja, so ist Winterdienst. Du hast da einen Plan im Flur hängen und entweder beißt der Plan dich oder nicht. Ey, Paddy, nimm mal einen Apfel. Was machst du da? Das ist überhaupt nicht fair. Ich weiß, ich werde aber auch nicht für Fairness bezahlt hier in dieser Welt. Ich fühle mich gerade wie so ein richtiger Jäger, so wie sich das auch anfühlen muss, wenn man hier durch den Dschungel eiert und versucht, irgendwelche dämlichen Vögel abzuknallen. Victor, knallne ab. Knallne ab. Ja, ich bin heute wieder so. Ich habe den Timer gar nicht gestellt. Doch, habe ich. Hey, ich habe mir sogar mal mitgedacht. Das ist der Wahnsinn. Das ist ein Meier. Okay, da oben war dieser komische Ausguck, den wir uns schon mal zu Gemüte geführt haben. Aber den brauchen wir jetzt ja nicht. Wir müssen jetzt zu dieser einhellig als gefährlich beschriebenen Ruine. Und ich behalte so lange meine Knarre hier. Das ist sonst zu gefährlich. Es kann ja sein, dass wieder so ein komischer Kotaffe hier um die Gegend flitzt. Ich helfe dir. Das ist auch ein ganz schön brutales Tier, ne? Ich würde aber mal darüber Interesse zeigen. Nee, ich will nicht mit Paddy reden. Bevor wir da... Wo ist denn mal der... Nein! Vogelluden. Danke. Einmal rohes Geflügel. Runter damit. Nee, bevor wir hier reingehen, möchte ich einmal nochmal in die Stadt. Möchtest du wirklich zu diesem Ort reisen? Das weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie die mich hier empfangen. Aber offenbar... Ich hab Hunger! Ist das jetzt nicht so wichtig, was ich hier gemacht habe? Denen ist das scheinbar egal. Schiff hin oder her, ist doch egal. Vollkommen Wumpe. Nur er dürfte ein bisschen böse sein. Fass hier bloß nichts an! Benito... Ach, Benito. Du treuster all meiner Freunde. Um plus 1 Steigerung. Ja, komm. Jetzt sind wir richtig gerissen. Aber bevor wir Gerissenheit nochmal hochleveln, müssen wir die anderen Sachen hochleveln. Zähigkeit und so weiter ist schon sehr wichtig. Fürs Überleben auch, ne? Achtung! Nee, alles wachen. Hey, du! Webster! Zeig mir deine Ware. Expeditionsflinte. Das ist jetzt die große Frage. Kann mich das vom Hocker ziehen oder kann mich das nicht vom Hocker ziehen? 70 zu 60. Das ist auch schon mal ein Kaufgrund.
Prisennehmer. Ey, ich habe das ja alles schon. Prisennehmer, weg damit. Piratensäbel. Ja, ich habe ein bisschen Angst. Hier, das Offiziersschwert. 20 bis 40 Schaden. Und ich habe es geschafft, damit umzugehen. Bis gerade eben. Ha. Dieser alte Schwachsinn hier. Plunder. Pokal, Schale, Silberpokal. Die Idole könnte ich theoretisch auch verkaufen. Aber ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich mache das mal so. Ja. Ende. Dann mache ich es mal gleich richtig. Also. Charakter. Rechter. Nee. Linke. Inventar, Ausrüstung, rechte Hand. Dann müssen wir hier die Expeditionsflinte haben. Die ziehe ich jetzt hier auf meine Leiste. So. Ja, es ist. Waffe weg! Es ist eine andere. Warte mal, ich muss doch hier das auch ausprobieren. Zeig mir deine Ware. Das ist doch die Ware von dir. Dann muss ich doch auch mal gucken, ob die gut ist oder nicht. So. Die Zeit, in der wir mit Nüssen geworfen haben, die ist offiziell vorbei. Ach, ich brauche noch Munition. Deswegen war ich ja eigentlich hier. Warte mal. Expeditionsflinte, Muskete. Wie war das? Braucht die Kugeln oder Schrot? Ich weiß es nicht. Für Gewehre und Pistolen. Fürchterlich auf kurze Entfernung. Ja. Fürchterlich ist für mich das richtige Wort. Feuerprügel. Sag mal. Kann ich mir denn auswählen, was für eine Munition ich benutze? Das wäre doch mal auch geil, ne? So, Expeditionsflinte. Linke Hand. Ich sehe es gerade noch nicht. Aber es geht bestimmt irgendwie. Habe ich vielleicht ein besseren Kopf? Da. Ach nee, das hatte ich ja schon. Einschüchtern plus 10. Theoretisch könnte ich das ja auch hier auf die Liste ziehen, oder? Nee. Wenn ich irgendwo Einschüchtern brauche, dann weiß ich, ich habe dafür was Gutes. Eigentlich müsste ich mir mal eine Liste machen. Und diese bunte Hose, die gehört mir auch mal irgendwann weg, ne? Also, ich sehe ja seit Anfang des Spiels aus wie so ein Clown. Das muss doch nicht sein, oder? Ohrring kann ich auch nur einen benutzen, das ist egal. Wir gehen ja hier nicht nach Logik, wir gehen ja nach Spielempfinden. Ein Ohrring ist vollkommen genug. Hey du! Du Verfluchter! Schluck's runter! Am liebsten würde ich dich... Geh! Geh mir aus den Augen! Zeig mir ein paar Tricks mit dem Degen. Was genau? Was? Der zeigt mir das jetzt noch? Ja. Es... Ein bisschen ambivalent, der Boy hier, ne? Kann ja theoretisch sein, dass das eigentlich mein Freund ist und dann ist er doch wieder nicht mein Freund. Kann ich das denn mittlerweile öffnen? 45 von 50. Dass du dich wieder blicken lässt, spricht für deinen Mut. Das ging nicht anders. Ich brauchte ein Schiff. Wenn's nach Alcazar ginge, würdest du den Rest deines Lebens in einem dunklen Loch verbringen. Aber ohne Schiff sind meine Männer weitaus motivierter. Jetzt erkennen Sie den Ernst der Lage. Es gibt keine Rückkehr. Hier ist unsere neue Heimat. Da habe ich mir ja eigentlich noch eine Belohnung verdient. Vorsicht. Übertreib's nicht. Alles klar. Ja, alles klar. Stör mich jetzt nicht. Ist das sein Ernst? Ja, ist das wirklich sein Ernst? Ja, ne? Okay. Was wir machen können. Wir können hier mal nach... Kugelsicher plus, ja, ist ja Unsinn. Ich habe ja mehrere Ringe. Und wenn ich jetzt Ringe, hier Ring des Diebes, aktualisiere, dann könnte ich theoretisch hier diese Tür öffnen. Die da. Die kann ich jetzt öffnen. Das ist doch Wahnsinn, ne? Und seine Kiste kriege ich, glaube ich, auch. Nee, kriege ich nicht. Schwachsinn. Schmutzige Tricks plus. Die Frage ist jetzt nur, wie schaffe ich das, ohne dass er da liegt? Pennen wir mal bis Mitternacht. Paddy kann daneben stehen. Du schläfst immer. Du bist immer nur betrunken. Okay. Jetzt ist der Protektor hier am Start. Was ist mit ihm? Schläft er nicht irgendwann mal? Hallo? Ach nee, das ist nur ein Bett, wenn da ein Laken drauf ist. Ja, ich versteh's. Kann ich gut nachvollziehen. Also, würde ich auch sonst nicht drauf pennen. Okay, jetzt ist hier jemand.
Protektor nennt er sich. Ah, hier ist jetzt niemand, glaube ich. Gut. Dann nutzen wir mal die Gelegenheit. Ja, genau. Bis mitten in der Nacht arbeiten, aber dann bis mittags schlafen. Ja, die Zeit ist abgelaufen, ich weiß. Okay, der hier. Ach man! Und dann der ganz rechts und der hier. Jawollo! Jetzt sind wir hier in der Schatzkammer und kommen auch nicht an die Kiste ran. Aber eine Flasche Rotwein haben wir gewonnen. Das ist nicht schlecht. Eine Flasche Rotwein, eine Flasche Rotwein. Ja, das ist so besser als nichts. So, komm, Flasche Rotwein. Also, ne? Gut, dann schauen wir mal, ob wir hier nochmal was anderes haben. Schmutzige Tricks, Diebeskunst, schmutzige Tricks, Ach, das ist so das Gegenstück von dem da. Verstehe ich. Ah, wir nehmen nochmal den des Meisterschülers. Weil auf lange Sicht gesehen ist es besser. Obwohl wir ja jetzt gesehen haben, dass theoretisch die Natur sich so ein wenig wieder ansiedelt. Sie pennt auch bis mittags. Bitte tu mir nichts. Und hier. Ich bin noch nicht gut genug. Doch bist du. Warte mal, wenn ich das jetzt wechsle. Ring des Schurken. Diebeskunst plus 10. Ring des Diebes, so. Das hat sich gelohnt. Ein Häutungsmesser, sag mal, wie ist sie denn drauf? Dafür bin ich nicht gut genug. Oh. Häutungsmesser, ja moin, ey. Häutungsmesser. Oh. Jetzt hier.